Hey YouTube, Tarsot Commander hier mit einem Gameplay-Video. Heute habe ich mal wieder eine Operation für euch, und zwar erneut Eiserne Linie, diesmal allerdings als Angreifer. Und dieses Mal bekommt ihr auch die zweite Map zu sehen. Wir starten hier nicht ganz am Anfang der Runde, sondern nachdem unser Team gerade den ersten Sektor eingenommen hatte. Und ich war hier zu Beginn als Sturmsoldat unterwegs und habe, wie auch im letzten Video, die Shökrin Inertial Schrotflinte benutzt. Meine Sekundärwaffe war die Hauda-Pistole und als Gadgets hatte ich die Panzerbüchse und die geballte Ladung dabei. Nun aber zum Teamspeak und euch viel Spaß! Live! Haben wir einen Medic? Ja, ich bin da durch, jetzt bin ich in dem Haus. Ja, ich wurde vorm Haus vom Selbstlader gekillt. Hey shit, das war meine. Da sind ganz schön viele daneben. Ah, fuck, ich bin falsch. Nee, Problem. Hinter uns! Ja, das war die MP-Rats. Motherfucker. Keine Medics auf A. Ich spawn nochmal bei A. Nee, obwohl es dauert so lang. Und komm, schaff ich's? Man spawnt voll weit weg, wenn man bei A spawnt. Ja, ich spawn ja, scheiße. Ich wollte noch bei dir spawnen, aber da war es schon zu spät. Hier liegt einer. Wir rennen noch in das Hall rum. Was für ein Mensch? Nee, du hast so gerülpst und hast dann einfach das von der Straße erzählt. Was? Halleluja, da sind so viele. Ja, fuck. Attenzione mitragliatrice nemica! Was? Nice. Oh. Sogar nicht auf. Medico nemico! Là! Das ist ein Medic, aber er hat mich nicht gesehen, also vielleicht kann ich ihn messern. Lol, der hat nicht gecheckt, dass ich Gegner. Oh, das sind mehrere. Wir sind doch gegenüber. Also, über was ich Sport bin, kommt jetzt irgendwie. Nee, gegenüber sind sie nicht mehr. Oder doch, da ist auch einer. Ja, ich hab doch gerade noch. Ah ja, ich sehe ihn. Er hat mich. Ja, ich hatte zwei gemessert, aber der dritte, der war schon ein ganzes Stück weggelaufen. So geil, wie wir jetzt hier Oh, da haben wir es geil. Super, Tag. Ja, das ist immer optimal eigentlich. Dann kommen die gar nicht dazu, den anderen Punkt besser zu verteidigen. Das ist genauso bei Rush, muss man eigentlich beide gleichzeitig leben. Ja, das ist immer das, das Beste, ja. Dann macht man es den Gegnern schwer. Hier ist ein Support genau neben der scheiß Tür. Hier unten ist auch noch einer irgendwo. Ne, der ist hier oben. Und da waren halt einer drin anscheinend. Naja, das sieht doch noch aus. Ja, stimmt, da sind noch welche. Jo, hier in der Anfangsphase ist unser Team wirklich ziemlich schnell durchgerusht. Wir hatten jetzt schon drei Sektoren erobert und hatten immer noch 240 Tickets übrig. Und als ich hier dann von einem Angriffsflugzeug zerbombt wurde, bin ich zu meinem Bruder in den Bomber gespawnt. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen erratische Befehle gebe, aber ich bin ein Bomber. Oh, das ist ein Panzer, der uns da beschießt. Ich stelle schon ab. Oh, das waren drei Kills, krass. Nice. Dieses Ding ist schon manchmal ein bisschen sehr hart. Also bin ich aber beim Bomber finde ich es fair, weil der halt nichts gegen Flugzeuge ausrichten kann, sondern komplett nur gegen Boden einhalten ist. Nicht so wie das asoziale Attack-Plane. Ja, das hat echt einfach hart OP. Okay. Ja, hier liegen sechs Rote, ey. Was gibt Punkte? Ah, nicht skippen. So viel zu dem Thema, ja. What the fuck, Alter. BTF. Kannst du nichts mehr machen, oder was? Hat's bei dir das Flugzeug auch gerade so total komisch gedreht und so? Nein. Ist einfach die ganze Zeit gerade ausgeflogen und du hast aber auch nicht repariert.
Ja, das Reparieren hat irgendwann einfach aufgehört. Also der Kreis ist zurückgegangen auf 0 und hat einfach nichts getan und hart am Oh Ende. Nice, perform 50 kills using any plane, hab ich gerade gekriegt. Ja, das ist ein Krieg von 150 im Moment, Nils. Bist du bei den Eltern mal wieder? sagst du mir, bevor wir in die Wand fliegen? Okay, spring raus, aber ich bin sauweit außerhalb der Combat Area. Ich und mein Fallschirm. Sag mal, hat man eigentlich ja, noch einen Fallschirm, wenn man nicht als Pilot. Oder? Ja. Hat man eigentlich noch einen Fallschirm, wenn man kein Pilot ist? Ich bin jetzt das zweite Mal in Folge aus einer ziemlich großen Höhe gestorben, weil ich keinen Fallschirm aufmachen konnte. Geil, hier gibt es so einen Sniper, der liegt immer links oben am Berg und ich knall ihn jedes Farbe. Ich hab ihn jetzt schon viermal erwischt. Ja, ich meine, wenn er es halt nicht lernt, dann kann man auch nichts machen. Oh, ich glaube, das kann jetzt ja nicht mehr gut. Aber hier ist noch ein Konflikt. Oh, wir waren ja mitten zwischen denen. Warum hat mir das keiner gesagt? Bei wem bin ich gerade gespawnt? Philipp? Bei mir. Keine Ahnung. Bei dir, okay. Ja, ich bin da auch gerade erst gespawnt und musste mich orientieren. We have taken objective Charlie. Hier ist noch ein Assault neben der Fortress Gun. Nice, wir müssen sie nur noch ausräuchern. Oh, ich werde aber besniped. Ich konzentriere mich, einen Punkt einzunehmen und dann sind die anderen schon eingenommen. Ja. Nice. Aber ich habe gerade ein hartes Déjà-vu, weil ging es nicht eben genauso hart ab, als wir diese Operation gespielt haben und wir haben im Endeffekt dann an der letzten Stage von Empire's Edge verloren? Ja. Beziehungsweise andersrum, oder? Ja. Nein, nicht andersrum. Ja. Genau so, ja. Ja, die letzte Stage ist einfach hardcore. Ja, hier sind mir zu viele Sniper, ey. Ja, und zu wenige Medics. Und weil ich die ganze Zeit hart durch die Gegend warpe und ungefähr nichts machen kann. Ja, das hat man auch einen ziemlich schlechten Netcode oder einfach nur so Kackserver oder so. Ja, ich muss auch schon die Pornos runterzuladen, hier, so weißt du, wie es ist. Ja, das hat man gleich überhaupt nichts zu tun. Muss die hier vorladen, das Internet ist so langsam. Ja, genau, vielleicht nicht bis früh. Ich möchte schon gerne in HD gucken. Aber eigentlich müsste das so nachts eher besser sein, oder? Dass die Eltern noch wach sind und streamen jetzt irgendwas. Dann streamen die Pornos und noch ein Backup. Das habe ich nämlich auch gehört. Ah, oh, fucking Sniper. Nachdem die Runde bis hierhin ziemlich überragend gelaufen war, hat sich in den nächsten 5 Minuten für mich nicht mehr wirklich was getan. Ich bin nur noch verdammt oft gestorben. Unser Team hat sich zwar etwas schwerer getan als bei den Sektoren davor, aber letztlich nach Verbrauch von 80 Tickets dann doch gewonnen. Auf am Rande des Reichs sollte es uns allerdings nicht ganz so leicht fallen. Ich nehme schon mal vorweg, dass wir nicht mit einem Bataillon durch die komplette Map durchmarschiert sind. Wow. Ich hoffe, die Fässer hier sind nicht voller Pulver. Nice. Hier bin ich mit unverändertem Sturmsoldaten-Kit gespawnt und den ersten Sektor haben wir. Obwohl die Gegner ja jetzt sogar ein Schlachtschiff hatten, zumindest aus meiner Perspektive, eigentlich ohne Widerstand direkt genommen. Alter, das war ja echt mal eine übertrieben superbe Attacke. Ja, wir haben volle Tickets. Ohne Scheiß, ey. Das habe ich ja auch so noch nicht gesehen. So aufgestoßen vor mir, dass ich nicht weiterlaufen kann. Ja, das war wirklich was, was ich so in Battlefield 1 echt noch nicht erlebt habe. Aber jetzt schaut euch mal an, wie es beim nächsten Sektor ausgeht. Und haltet jetzt auf jeden Fall ein Auge auf die Tickets. Okay, also wir haben etwas bessere Karten als beim letzten Mal. Beim letzten Spiel waren vielleicht gut. Ist her, aber das ist gerade irgendwie sehr schön kombiniert. Ja. Gefällt mir. Ja. Vollautomatisches Sniper-Gewehr. Genauer. Geil, irgendwelche Artillerie hat mich hier fast gekillt. Ja, okay. Ich bin direkt wieder so gut durch. Ja, mich hat der Dreadnought. Oh, jetzt hat sich der Dreadnought erwischt. Der ist also doch da.
Jetzt noch ein Fehler auf B, aber hier ist noch feindlich Infanterie in der A. So könnte ich. Also irgendwie mit dieser Hauder-Pistole kann ich noch gar nicht umgehen. Die ist irgendwie komisch. Oh, ich. Ja, ach doch. Ja, alles gut. Jetzt bräuchte ich live. Ich komm zu dir aufs Boot. Ja, ich wurde vergast mal wieder von einer Gasgranate, die man nicht sehen konnte. Fuck, mein Flugzeug hat mich fast gekillt. Oh, meine Messeranimation wurde unterbrochen. Das ist aber schlecht. Ja. Ja, leichter Panzer ist weg. Ab der dritten Stage haben die Gegner dann mit einmal doch ordentlich Widerstand geleistet und so bin ich auch hier wieder einige Male hintereinander gestorben, ohne groß was zu reißen, und unser Team verbraucht jetzt doch mehr und mehr Tickets. Ich wurde von irgendwas hart gefickt und ich weiß überhaupt nicht, was es war. Ja, Model Tenny Hunter hat mich in dem Turm, der lebt auch noch. Ja, kill den, ja, nice. Ja. Okay. Ich bin bei B gerade eben gestorben, aber es war ein Flugzeug, also kann ich den ja nur. Sector Take, nice. Hier sitzt ernsthaft noch einer am Mörser und ich habe nicht den Kill gekriegt, was? So ein Flugzeug will reparieren. Ja, oh geil, da war auch ein Panzer drin, der hat mich hart gekillt. Also zwei, wenn ich das auch sagen darf. Das war die Fehlgang. Das war eine andere Fehlgang. Nice. Aber was, wir verlieren A? Manchmal mal aus. Ja, hier ist einer. Ja. Zur Abwechslung werde ich mal nicht von der Brandgranate getroffen. Sehr erfreulich. Christ. Hinter uns kommt jemand. Genau. Gehen wir weiter hoch? Oder? Ich bin ganz oben. Ich komme mich aber noch nicht raus. Ja, wir schaffen es. Lol. Ja, easy. Klar hat er den Model Tenny. Ja, komm, ich will noch spawnen. Na, ich wurde nochmal gesniped. Nein, wir schaffen es nicht. Noch viel besser. Ja. Nice. Geh wieder rein. Kann ich bei irgendeinem spawnen? Ja. Oh, haben wir's? Ja, nice. Nice. Was? Achso, ja, wir what? Haben was verloren. Ja, wir haben's verloren. Aber ein Bataillon haben wir noch, oder? Ja, drei Bataillone, glaube ich. Ja, also wir haben doch keins verloren, oder? Echt, hatten wir noch keins verloren? Ja, stimmt, die hatten ja einen Dreadnought, stimmt. Aber das heißt dann, ist so wie beim letzten Mal, dass wir jetzt erstmal keinen kriegen, gefickt werden, und dann kriegen wir einen und werden nochmal gefickt. Stimmt's? Genau so wird's gehen. Ja. Du weißt schon, wie der Hase läuft. Oh scheiße, jetzt bin ich als Support bei dir gespawnt. Naja, glücklicherweise habe ich mich da ordentlich verschätzt, also dieses Mal
haben wir nicht all unsere Bataillone da verbraucht, sondern unser Team hat sich wieder zusammengenommen und nochmal einen anständigen Angriff gestartet. Ja, ich bin schon längst umgekommen. Ne, wir sind auf B. Aber das sieht doch sonst. Es ist einer im Radius. Wir müssen A jetzt. Jawohl, das war's. Ja, komm, easy. Ja, okay. Wir haben alles verloren hier letztes Mal. Warte, ich bin gerichtet. Bei den anderen kam man, wenn man reinkam, wurde man direkt geschockt. Und hier kam man ja einfach rein. Ja. Ja, ich habe jetzt an dieser kompletten Stage auch überhaupt keinen Gegner gesehen. Ich habe jetzt in diesem letzten Bataillon keinen einzigen Schuss abgefeuert. Ich habe mit der Hammerseite von meinem Repair-Tool dreimal gegen eine Stahltür gehauen und das war das Maximum, was ich geleistet habe. Ja, das ist eine ganz gute Zusammenfassung. Da haben die Gegner das Widerstand leisten echt wieder völlig aufgegeben und wir haben diesen letzten Sektor quasi genauso einfach erobert wie die ersten beiden. Weil ich nur so wenige Gegner gesehen habe, war die Runde für mich insgesamt ja gar nicht so überragend. Also viele Kills habe ich zumindest mal nicht gesammelt. Aber ich dachte mir, so ein Durchmarsch ist trotzdem sehenswert. Und wie ich im letzten Video gesagt habe, wo ihr ja schon einige Clips aus dieser Runde sehen konntet, ist die Shirkin Inertial eine wirklich brauchbare Schrotflinte, mit der man ziemlich erfolgreich sein kann. Für dieses Video soll es das dann damit auch mal gewesen sein. Wie immer hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so ist, klickt den Gefällt mir-Button. Und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, klickt abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bitte lass mich raus.